Ja, wir haben einige Konjunkturdaten bekommen aus den USA, auch den Empire State Index, das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Manuel, hast du schon die aktuellen Daten bekommen? Wie sind die denn ausgefallen? Caroline, nochmal einen schönen guten Morgen aus New York. Ja, sie sind besser ausgefallen als erwartet. Das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan 76,3 Punkte. Da hatte man nur mit 73,5 Punkten gerechnet. Also doch ein positives Signal. Und auch schon heute Morgen der Empire State Manufacturing Index bei 10 Punkten im Plus. Im vergangenen Monat war er bei über 7 Punkten im Minus. Also auch das ist ein deutlicher positiver Ansprung. Industrieproduktion hingegen heute statt einem leicht positiven Wert 0,1% im Minus. Und der Dow, der ist weiter ins Plus gegangen, 0,2%. Ganz aktuell, wir sind nur noch einen Punkt von der 14.000-Punkte-Marke wieder entfernt. 13.999 Punkte ganz aktuell. Und erst der Composite auch 0,2% im Plus, 3.206 Zähler. Welche Unternehmen machen heute von sich reden? Ja, wir schauen unter anderem auf Metro CPS. Das Unternehmen soll ja von T-Mobile USA geschluckt werden. Und da könnte ein Großaktionär noch dazwischen funken. Der Hedgefonds Ponson sagte, das überlegen wir uns nochmal. Wir haben Einwände und nächste Woche auf der Hauptversammlung wird man das sicher besprechen. Dann schauen wir heute auf Kraft Foods. Die Aktie hauchdünn im Plus. Da wird man vermutlich für das abgeschlossene Weihnachtsquartal einen deutlichen Umsatzrückgang verbuchen müssen. Die Rede ist vorläufig von 11%. Wir schauen außerdem noch auf Procter & Gamble. Das Unternehmen leidet, auch wie wir heute diese Woche schon gehört hatten, beim Pharmakonzern Merck unter der Abwertung der venezuelischen Währung des Bolivar. Und das könnte größere Gewinnbelastungen mit sich bringen. Und wir schauen heute auf Heinz, nachdem Warren Buffett das Unternehmen gestern bekannt gegeben hat, das Unternehmen für 24 Milliarden zu übernehmen zu wollen, mit einem Investor zusammen, und zwar 3G Capital. Hat man nun bei der Börsenaufsicht festgestellt, dass schon am Vortag, also am Mittwoch, es Unregelmäßigkeiten gab, größere Käufe gab. Und nun ist die Frage, ob es da irgendeinen Insiderhandel gegeben haben könnte. Die Aktie ist unter Beobachtung. Die Börsenaufsicht wird das ganz genau im Auge behalten. Manuel Koch, Dankeschön für diese Einschätzung nach New York und dir erstmal ein schönes, langes Wochenende.